Jetzt wenden wir uns ja nochmal den Themen Rainer Fettings zu. Rainer Fetting gehört ja zu den Moritz Boys, so genannt nach dieser Selbsthilfegalerie, die diese Künstlergruppe 1977 am Moritzplatz in Berlin gegründet hat. Diese Gruppe, die Moritz Boys oder auch die Neuen Wilden, sind dafür bekannt, dass sie die Malerei in Deutschland wieder zurückgebracht haben. Was bedeutet das denn? Ja, man kann eigentlich sagen, dass Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Deutschland an verschiedenen Orten und Kunstzentren so eine Rückkehr zur figurativen, zur figürlichen Malerei stattgefunden hat. Und Berlin war da natürlich ganz vorne dabei und eben Fetting mit seinen Mitstreitern auch. Aber es gibt es auch an verschiedenen Orten, während die später sogenannten Jungen Wilden, ein Name, der ja gar nicht so verwendet werden soll und auch vielleicht ein bisschen missverständlich ist, da aber so sehr, sehr prominent und prägend schon in der Frühzeit dabei waren. Es ist im Prinzip eine Rückkehr zur klassischen Malerei, Öl, Acryl auf Leinwand und kann auch durchaus als Gegenbewegung verstanden werden zur gegenstandslosen, zur abstrakten Malerei, die ja im Prinzip seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in der BRD die beherrschende Form der Malerei oder der Kunst überhaupt war. Also wenn wir an Minimal Art, an Konzeptkunst denken, auch an Action Painting, an Hard Edge, an diese ganzen Strömungen und Kunstrichtungen, da ist es dann eben schon ein Statement zu sagen, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, man geht zurück zur figürlichen Malerei und setzt auch ganz besonders auf Landschaft und auf den Akt oder überhaupt auf Porträts. Das hat ja auch politische Gründe, dass man in Deutschland nicht mehr so klassisch gemalt hat, oder? Ja, klar. Also im Prinzip war nach dem Zweiten Weltkrieg galt die gegenständliche Malerei sozusagen als, wenn man so will, politisch beschädigt, weil es eben auch die offizielle Malerei der Nazis irgendwo war. Und man hat sich ganz bewusst und ganz betont von der figürlichen Malerei, von der gegenständlichen Malerei absetzen wollen und wollte an die Avantgarde vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg anknüpfen und also an die internationale, gegenstandslose, abstrakte Kunst. Das war auf jeden Fall so eine starke Gegenbewegung, die natürlich nicht durchgezogen wurde. Und es gab natürlich immer Künstler, die figürlich, gegenständlich gearbeitet haben, aber es war eine starke Tendenz. Und da mussten sich dann auch so Leute wie Baselitz und Lüpertz, aber eben dann später auch vor allem Fetting und seine Mitstreiter dagegen auch erstmal durchsetzen. Genau. Und hier in der Ausstellung sehen wir ja zwei große Themen Fettings vertreten. Erzählen Sie uns dazu noch ein bisschen was? Ja klar, also Fetting hat zwei große Themenkomplexe in seinem gesamten Oeuvre, die er bearbeitet. Das ist zum einen, ist schon mehrmals gesagt worden, das Thema Mensch. Also der Mensch steht wirklich fast im Zentrum eigentlich seines Oeuvres. Das sind häufig Porträts aus seinem Freundeskreis, häufig auch Akte, aber es sind eben auch Landschaften. Und da gibt es sowohl die Stadtlandschaften, das sind also dann die Orte, an denen er sein Leben verbracht hat, Berlin natürlich, aber auch New York, wo er mehr als 10 Jahre gelebt hat und immer wieder auch Sylt, wo er heute ein Atelier hat. Und diese beiden Komplexe, die Großstadt Berlin, New York mit starken Brüchen, mit auch allen rauen Elementen, die so eine Großstadt hat, aber eben auch diese schöne und abwechslungsreiche Landschaft auf Sylt, das sind so ganz starke Positionen, die er immer wieder bespielt. Und bei diesen Menschen oder bei diesen Porträts sieht man ja auch in dieser Ausstellung hauptsächlich Männer. Wie kommt das? Ja, das ist natürlich ganz auffällig und das hat natürlich damit zu tun, dass Fetting schon sehr früh sich offen zu seiner Homosexualität bekannt hat und das auch in seinen Kunstwerken natürlich zum Thema gemacht hat. Weniger zu provozieren oder Provokation halber, sondern weil er einen natürlichen und ganz entspannten Umgang damit gepflegt hat und das dementsprechend auch in seinen Bildern so umgesetzt haben wollte. Und für uns heute ist das ja nicht mehr sonderlich spektakulär, aber man muss es wirklich auch aus der Zeit verstehen, aus den 70er und frühen 80er Jahren, als das Thema Homosexualität in der BRD und überhaupt in der westlichen Öffentlichkeit auch ein starkes Tabuthema immer noch war und durchaus auch heftige Reaktionen bei manchen Ausstellungen hervorgerufen hat. Und Fetting ist da wirklich sehr früh und auch sehr, sehr mutig wirklich auch vorgegangen und hat da auch einiges für diesen ganzen Bereich, für die Community da auch gut gemacht.